Wir haben jetzt eine Truppe, die regelmäßig bei uns hier in den BTV-Studios auftritt. Immer wenn sie einen neuen Titel haben, stehen sie natürlich bei uns, um den zu präsentieren. Beim Open Air, Bernie & Co. Open Air 2000, haben sie abgeräumt. 40.000 Leute sind ausgeflippt und ganz besonders natürlich die Jungs. Und immer wenn sie etwas Neues haben, sind sie natürlich auch in den BTV-Studios. So auch heute Abend. Hier kommen drei richtig schnuckelige Mädels. Hier sind Passion Fruit. Aber so schön. Maria, was glitzert denn alles bei euch? Alles, ja, ne? Alles, ne? Wie du siehst. Hat es euch, ich gleich auch, ja, ich glitzer hier auch. Ich komme wieder nach Hause und sagen alle, wo war der Schuhmacher wieder? Hat es euch gefallen, das neue Werk von den Passion Fruit? Dankeschön.
Maria, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass ihr das letzte Mal bei uns hier auf der Couch gesessen seid. Wie lange ist das jetzt? Ja, über ein Jahr, ne? Ja, glaube ich, ja, oder? Juli oder so war das, ne? Das war unsere allererste Live-Show, die wir machen dürfen als neues Projekt. Und deswegen freuen wir uns immer wieder hier hinzukommen. Und jetzt haben wir sie wieder da und Martin hat natürlich wieder für sie ins Horoskop reingeguckt. Und deswegen gehen wir mal rüber. Einen Applaus haben die drei natürlich nochmal verdient. Und wir gehen zu Martin. 60 Meter quer durchs Studio. Richtig schön, dass ihr da seid. Wir sind gleich wieder für euch da. Ein bisschen Werbung, nicht abschalten. Bis gleich. Sagen Tschüss, bis nächste Woche. Und hier sind sie, Passion Fruits. Digga, 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 digga